Die Leibniz-Universität Hannover ist ein zentraler Partner des Quantum Valleys Lower Saxony, weil wir eben einen großen Schwerpunkt im Bereich der Quanten- und Gravitationsphysik haben. An der TU Braunschweig arbeiten Physiker und Elektrotechniker innerhalb einer Fakultät zusammen. Quantenmethodologie ist einer unserer vier Forschungsschwerpunkte. Ausgehend von QVLS werden in enger Zusammenarbeit mit der Industrie Transferprojekte angestoßen, die alle Aspekte eines kommerziellen Quantencomputers abdecken. Damit wird der Traum eines Quantencomputers made in Niedersachsen Wirklichkeit werden. Die PDB bringt ihre führende Expertise in der Quantenmetrologie, insbesondere bei der Fertigung der Hardware, mit ein. Und so helfen wir, dass das Zukunftsversprechen, einen skalierbaren 50-Qubit-Quantencomputer in 5 Jahren zu realisieren, Wirklichkeit wird. Ein wichtiger Schritt und ein tolles Beispiel für exzellente Wissenschaft und die Vielfalt an Kompetenzen und die Zusammenarbeit in Niedersachsen. Der Fokus ist ganz klar auf dem Gebiet Quantencomputer. Und da wird es jetzt darum gehen, mit dieser Ionentechnologie ein System zu bauen, erstmal mit 50 sogenannten Quantenbits, mit dem man dann auch schon erste Anwendungen betreiben kann. Quantencomputing wird die Welt verändern und dazu beitragen, den Traum von einer nachhaltigen und intelligenten Mobilität wahr werden zu lassen. Quantencomputer, der Gamechanger für morgen, für viele Bereiche wie Medizin, Pharmazie, Materialforschung. Deutschland soll eine wesentliche Rolle in diesem Bereich spielen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Auftakt-Event des Quantum Valley Lower Saxony. Ja, und Sie hören es schon am Namen, hier entsteht etwas Großes. Und diese Dimension und die Chancen, die diese Initiative mit sich bringt, die wollen wir Ihnen heute das erste Mal näher bringen. Mein Name ist Alexa von Busse. Ich darf Sie mit in dieses digitale Event nehmen. Und ich darf Ihnen auch gleich zu Anfang schon den Geschäftsführer des Quantum Valley vorstellen. Das ist Dr. Bernd Jungbauer. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Dr. Jungbauer, Quantum Valley befindet sich mitten im Aufbau. Können Sie uns kurz erklären, was diese Initiative zum Ziel hat? Ja klar, also hier im Quantum Valley Lower Saxony kommen jetzt wirklich Forschung, Industrie und Politik zusammen und ziehen an einem Strang. Und das Ziel der Sache ist, dass wir wirklich Technologien, Quantentechnologien vor allem, aus dem Labor in die Anwendung bringen. Und dazu hat uns jetzt das Land Niedersachsen und die Volkswagen Stiftung zusammen 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 25 Millionen Euro, das klingt nach einer riesigen Fördersumme. Aber ich glaube, wenn man sich die Player anguckt, die schon in diesem Bereich aktiv sind, da fallen Namen wie Google, Microsoft, IBM, dann braucht es die auch, ne? Was soll denn damit passieren? Ja, also wir haben hier wirklich jetzt schon ganz konkrete Pläne, um einen ersten 50-Qubit-Quantencomputer auf Ionenfallentechnologiebasis zu bauen. Und das soll wirklich jetzt als Moonshot-Projekt dienen, um dann auch weitere Folgeprojekte oder in dem Schatten weitere Entwicklungen dann auch zu voranzubringen. Klasse, ja, wie dieses Moonshot-Projekt dann hier auch mitspielen wird, darüber wollen wir uns in der kommenden Stunde unterhalten. Ganz herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, und damit fange ich auch gleich an, denn im ersten Schritt wollen wir jetzt natürlich aufklären, wie es überhaupt zu dieser Initiative Quantum Valley Lower Saxony gekommen ist. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die unmittelbar mit der Gründung befasst waren. Ganz herzlich willkommen dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Tümmler. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und ein ebenso herzliches Willkommen auch dem international renommierten Physiker und Gründungsratsmitglied des QVLS, Professor Dr. Jürgen Blünnig. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, ich habe eine erste Frage, die Sie vermutlich ganz unterschiedlich beantworten werden. Und da würde ich Sie, Herr Tümmler, um die erste Antwort bitten, weil die nicht ganz so auf der Hand liegen wird wie die von Professor Blünnig, nehme ich mal an. Wann sind Sie das erste Mal mit Quantentechnologie in Berührung gekommen und was hat Sie daran so fasziniert? Also wir hatten einen sehr guten Physiklehrer im Gymnasium in Brake, mit dem wir eine Projektwoche gemacht haben. Also tatsächlich eine Woche lang hat er uns mit physikalischen Phänomenen fasziniert. Und da ging es unter anderem auch um Quarks. Und das fand ich eigentlich wirklich sehr faszinierend. Und das war so der Ausgangspunkt. Seitdem habe ich immer mal wieder was darüber gelesen, gehört.
und fand das ganz faszinierend. Und jetzt sozusagen als Minister kam man eben noch mehr damit in Berührung, beispielsweise über die Exzellenzcluster in Niedersachsen und eben das Erkennen durch das Ping von Herrn Lanzmann. Und das hat mich eben sehr fasziniert. Und deswegen, ja, Quantentechnologie ist super. Sehen Sie, ein guter Physiklehrer macht viel aus. Ich hatte den leider nicht. Aber Professor Münneck, Sie wahrscheinlich auch, oder? Ja, mein Physiklehrer war schon ausschlaggebend dafür, dass ich dann Physik studiert habe. Man kriegt ja dann in den Erstsemestervorlesungen eigentlich immer einen wunderbaren Überblick über die Physik als Ganzes. Und wenn dann die Quantenmechanik drankommt, dann lernt man eben nochmal, dass Teilchen sich wie Wellen verhalten können und Wellen wie Teilchen. Und das war einfach für mich von Anfang an faszinierend, mir vorstellen zu können, dass Licht einerseits wie eine Welle sich ausbreitet, andererseits aber mit der Photonstruktur diesen Teilchencharakter hat und umgekehrt, dass eben auch Atome sich am Ende dann wie Wellen verhalten können und dass man das tatsächlich. Und das war dann wirklich mit einer der tollsten Momente in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, dass man das dann auch direkt im Labor unmittelbar sehen kann. Jetzt sieht man schon oder hört man Ihnen schon sozusagen dieses physikalische Interesse raus. Hätten Sie gedacht, dass dieses Thema Quantentechnologie irgendwann mal von so politisch und wirtschaftlich großem Interesse sein würde? Natürlich hofft man immer, dass das, was man so in der Grundlagenforschung macht, auch selbst macht oder was da überhaupt passiert, irgendwann mal auch zu Anwendungen führt. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man diesen Aspekt der Wertschöpfung, auch wenn man Grundlagenwissenschaften betreibt, nie aus dem Auge verliert. Von daher war ja klar, der Transistor, der Laser, alles Dinge, GPS, die auf Quantenphänomenen beruhen. Aber nachdem man dann in der Lage war, wirklich einzelne Quantensysteme, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, zu isolieren, zu manipulieren und dann am Ende auch nachzuweisen, hat sich wirklich nochmal das Fenster geöffnet für eine vollständig neue auch Technologie. Und das ist die Quantentechnologie sozusagen in der zweiten Revolution. Und darüber reden wir ja jetzt. Mhm. Herr Thümler, die Quantentechnologie in der zweiten Revolution sozusagen. Sie sind damit schon viel in Berührung gekommen. Wo sehen Sie denn die deutschen Stärken im internationalen Vergleich? Also die Stärken sind eigentlich unsere Vielfältigkeiten. Das heißt, wir sind im Grunde genommen in allen Themen der Quantenphysik relativ gut aufgestellt, an unterschiedlichen Standorten. Und die Kunst muss ja daran bestehen, dass wir jetzt wirklich die absoluten Stärken, die wir haben, auch entsprechend auf die Straße bekommen. Das heißt also, dass man die PS auch wirklich erlebt und die Kommerzialisierung, die ja ansteht, entsprechend auch nutzt. Und dass es uns nicht so geht, wie es in anderen technischen Bereichen gegangen ist, dass beispielsweise der MP3-Player hier entwickelt worden ist, aber in Deutschland damit kein Geld verdient wurde. Und der es leider entwickelt hat, auch nicht, also die Ehre zwar schon, aber das Geld nicht dazu bekommen hat. Und das sollte uns eben bei der Quantentechnologie nicht passieren, ganz im Gegenteil, weil wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon sehr viel investiert haben. Genau, also Sie sagen es gerade schon, die PS müssen jetzt auf die Straße gebracht werden. Dazu ist Quantum Valley entstanden. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist? Naja, es hat viele Väter und Mütter sozusagen dieses Gedanken gegeben. Einer derjenigen, der von vornherein immer dieses Thema nicht direkt, aber immer wieder unterschwellig angesprochen hat, war Herbert Welling. Der kam nämlich aus der Gegend und sagte, Grundlagenforschung ist das Wichtigste, weil nur daraus können sich entsprechende Innovationen entwickeln. Und auch im Gespräch mit Jürgen Müneck kamen wir eben darauf, dass das doch ein Thema ist, wo wir uns mal stärker mit beschäftigen sollten. Und dann gab es im Grunde im letzten Jahr eine sehr schnelle Initialzündung über Gerich Schütter auch von der VW-Stiftung, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt die Gunst der Stunde nicht nutzen über die Konjunkturpaketmöglichkeiten, die wir haben, dann vergessen wir sozusagen wieder, dass das Eigentliche von Grundlagenforschung am Ende auch die Anwendung sein muss. Und dementsprechend haben wir dann sehr schnell, sehr sportlich für öffentliche Verwaltung unglaublich innerhalb von 4 Monaten dank Jürgen Lüneck das auf den Weg gebracht.
Ich habe eben mit Herrn Dr. Jungbauer schon die Stärken, den internationalen Wettbewerb angesprochen. Herr Professor Lünnig, welche Stärken und Erfahrungen kann denn die Region und kann letztendlich auch das QVLS dann im Bereich der Quantentechnologien im Wettbewerb mit diesen großen Playern, dann wie können wir punkten? Und vor allen Dingen, was hat das mit der Ionenfalltechnologie zu tun? Also es gibt ja eine Reihe von Aktivitäten national, europäisch, international jetzt auf dem Gebiet der Quantentechnologie. Und ich glaube, was uns die letzten Monate über in Niedersachsen gelungen ist, ist das, was schon da war, nochmal wirklich zusammenzubinden zu einem Gesamtkonzept. Die Technologie, die da im Vordergrund steht, für das Thema Quantencomputer bauen, ist die Technologie der Ionenfallen. Da hat der Raum Hannover-Braunschweig wirklich eine weltweit einmalige Expertise. Und wir haben uns dann gesagt, da müssen wir unbedingt was draus machen. Und es war letztlich das Zusammenspiel von der Politik, Minister Tümmler, der Volkswagen-Stiftung mit dem Generalsekretär Schütte, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch der PTB, Präsident Ulrich, die dazu geführt hat, dass wir wirklich innerhalb von wenigen Monaten hier was vorgelegt haben, wo sich alle die Augen reiben. Ja, wenn Sie sagen, wo sich alle die Augen reiben, dann werden Sie wahrscheinlich auch schon konkrete Ziele formuliert haben oder den Menschen zumindest ein Leckerli hingelegt haben, zu sagen, ja, das wollen wir eigentlich erreichen, da soll es hingehen. Wie würden Sie das zusammenfassen, diese Ziele? Der Fokus ist ganz klar auf dem Gebiet Quantencomputer. Und da wird es jetzt darum gehen, mit dieser Ionentechnologie ein System zu bauen, erstmal mit 50 sogenannten Quantenbits, mit dem man dann auch schon erste Anwendungen betreiben kann. Das ist schon auch noch eine Herausforderung, aber innerhalb von 5 Jahren sollte man so weit sein. Und in der Zwischenzeit muss man dann die Schritte für die Zukunft anpacken. Von Bundesseite stehen ja erhebliche Mittel im Rahmen des Konjunkturprogramms zur Verfügung. 2 Milliarden über die nächsten Jahre, die da insgesamt in die Quantentechnologie noch reinfließen sollen. Und ich denke, Niedersachsen wird da sicherlich seinen Teil abholen können. Wir fragen mal Niedersachsen, was erwarten Sie sich denn, Herr Tümmler? Wie kann das Land Niedersachsen denn auch von dieser Bündelung dieser wissenschaftlichen Kompetenzen und dieser Industrieexpertise profitieren? Was erhoffen Sie sich? Na gut, das Disruptionspotenzial, was eben in dieser Quantentechnologie liegt, wird ja tiefgreifende Auswirkungen auf Gesellschaft und auch Wirtschaft insgesamt entwickeln. Das heißt, dass wir in allen Bereichen eben durch die Möglichkeiten schnellerer Rechnungsleistung und damit eben in Sekundenschnelle wirkliche Aufgaben gelöst zu haben, die in der Vergangenheit viel, viel länger gebraucht haben, werden wir also so viele Anwendungen besser, schneller machen können. In der Telekommunikation, in der Medizin, in weiß ich wo, autonomes Fahren beispielsweise, wo viele sich den Kopf drüber zerbrechen, wie kann das eigentlich gehen? Das wird durch Quantencomputing oder die Quantentechnologie insgesamt deutlich eben schneller und besser gehen können und damit eine ganz neue Form menschlichen Interagierens möglich machen. Jetzt haben Sie schon viele Felder angerissen, Professor Mlinik. Mich würde zum Schluss noch mal so ein kleines Gedankenexperiment interessieren. Wenn Sie Ihre Augen schließen und sich in die ferne Zukunft versetzen, so 20, 30 Jahre würde ich sagen, welchen wichtigsten Durchbruch erwarten Sie sich dann für die Quantentechnologie? Da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden und gucken, in welchen Bereichen kann man was erreichen. Am Produkt nächsten sind wahrscheinlich die Quantensensoren. Da denke ich, wird die Sensibilität enorm zunehmen. Stellen Sie sich vor, dass man vielleicht sehr empfindlich, was man heute noch nicht kann, Gehirnströme wird messen können, um damit auch viel mehr übers Gehirn lernen zu können. Im Bereich der Quantenkommunikation steht das Thema eben Sicherheit der Informationsübertragung im Vordergrund. Da wird man, denke ich, mit neuen Methoden auch der Quantenkryptographie sicherer kommunizieren können. Und wenn man dann noch das Quantencomputing dazu nimmt, das ist der eigentliche Paradigmenwechsel auch in dieser Herangehensweise überhaupt Rechner zu betreiben,
wird man so eine Art Quantum Web, Quantum Internet vielleicht dann doch auf die Beine stellen können, das auf Technologien dieser zweiten Quantenrevolution beruht. Herzlichen Dank. Herr Thümmler, die letzte Frage vielleicht auch noch an Sie. Wir sind ja nun auf dieses digitale Event sozusagen ausgewichen. Wir haben jetzt kein Band, was wir durchschneiden können. Deshalb würde ich trotzdem gerne diesen feierlichen Moment eigentlich kurz nochmal nutzen und würde von Ihnen gerne wissen, was Sie der Initiative Quantum Valley Lower Saxony zum Start wünschen. Ja, gerne. Also die Botschaft ist, nutzen Sie die Chance, wachsen Sie schnell und vielleicht sogar über sich hinaus. Und ich wünsche viel Erfolg und vor allen Dingen Erfolg für unsere Gesellschaft und die Prozesse, die vor uns stehen, in der Bekämpfung höchst wichtiger Probleme, weil ich auch glaube, dass die Quantentechnologie bei Medikamentenentwicklung und Krebsforschung eine ganz große Rolle spielen kann, wenn wir es dann jetzt richtig anfangen. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wiedersehen. Vorab, liebe Zuschauer, noch etwas Organisatorisches. Es ist uns nämlich ganz wichtig, dass Sie trotz des digitalen Formats das Gefühl haben, dass wir uns hier im Austausch befinden und dass Sie Ihre Fragen hier in der Webchat-Funktion oder in den YouTube-Kommentaren lassen. Also wann immer Ihnen eine Frage in den Kopf schießt, bitte reinschreiben. Herr Dr. Jungbauer und sein Team sammeln diese Fragen und wir nehmen sie am Ende mit in die Frage-Antwort-Session. Also Sie wissen ja, es gibt nur dumme Antworten, es gibt keine dummen Fragen. Und wenn hier einer dumme Fragen stellt, dann bin ich das. Quantentechnologien werden aufgrund ihres großen Disruptionspotenzials tiefgreifende Auswirkungen auf Industrie und Gesellschaft haben. Das Feld steht nun an der Schwelle zur Kommerzialisierung und die hohe Dichte an kooperierenden Forschungsinstitutionen mit herausragender Expertise verspricht dem Land Niedersachsen einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Aus diesem Grund starten das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die Volkswagen-Stiftung und führende Forschungseinrichtungen in der Region Hannover-Braunschweig die Quantum Valley Lower Saxony QVLS-Initiative. Eine umfassende Zusammenführung der niedersächsischen Kompetenzen für internationale Sichtbarkeit und lokale Wertschöpfung. Seit über 20 Jahren arbeiten Forscherinnen und Forscher in Niedersachsen im Bereich der Quantentechnologien. Durch Exzellenzcluster und Forschungsbauten haben Bund und Land Millionenbeträge investiert, um die niedersächsische Spitzenposition hier auszubauen. Ziel der Initiative Quantum Valley Lower Saxony ist es nun, Quantenphysiker und Ingenieure mit Firmen zusammenzubringen, um die Technologie in den Markt zu überführen. Dabei soll die gesamte Bandbreite der Quantentechnologien in Niedersachsen adressiert werden. Von der Quantensensorik, der Quantenmetrologie über die Quantenkommunikation bis hin zum Quantencomputing. Damit soll die Lücke zwischen fundamentaler Quantenphysik und kommerzieller Verwertung geschlossen werden. Der Fokus liegt also in der Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie, die wir zusammen mit unseren internationalen Partnern auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene entlang der gesamten Wertschöpfungskette anstreben. Das erste Projekt im Rahmen dieser Initiative ist QVLS Q1. Hier wollen wir einen 50-Qubit-Quantencomputer basierend auf gefangenen Ionen bauen. Gleichzeitig wollen wir Skalierungstechnologien entwickeln, die es ermöglichen, die Anzahl der Qubits auf mehrere hundert hochzuskalieren. Dazu hat das Land Niedersachsen und die Volkswagen-Stiftung der Leibniz-Universität Hannover, der TU Braunschweig und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zusammen mit Kollaborationspartner DLR wollen wir den Quantencomputer aufbauen, betreiben und für externe Nutzer in Forschung und Industrie zur Verfügung stellen. Verstärkt durch die Bundesinitiative wird der Traum vom Quantencomputer Made in Niedersachsen bald Realität werden. Quantencomputer werden die Welt verändern. Diese Erwartung beruht auf einer grundlegenden Eigenschaft dieser neuen Technologie. Die Quantenbits eines Quantenprozessors sind alle miteinander verschränkt. Jeder einzelne Schaltvorgang wirkt sich gleichzeitig auf alle anderen Teile des Systems aus. Diese massive Parallelität der Informationsverarbeitung macht einen Quantencomputer so einzigartig. In dieser Parallelität ähnelt ein Quantencomputer den neurobiologischen Strukturen unseres Gehirns, auch wenn die Wechselwirkungsmechanismen dort ganz andere sind. Beide Systeme verarbeiten Informationen ganzheitlich.
Deshalb stellen wir uns die Frage, wird ein Quantencomputer langfristig sogar die technologische Grundlage für eine künstliche Superintelligenz schaffen? Unsere Qubits werden durch einzelne geladene Atome repräsentiert. Um Störeinflüsse zu minimieren, müssen dabei Ionen, im Raum schwebend, durch ein elektrisches Feld in einer winzigen Ionenfalle eingeschlossen werden. Trotzdem benötigt ein Quantenprozessor heute noch ein ganzes Labor voller Ansteuerelektronik und unzähliger optischer Komponenten. Auch die Anzahl der Qubits ist noch nicht hoch genug. Zukünftig muss die Zahl der Quantenbits deutlich gesteigert werden. Mit diesem Ziel arbeiten im Quantum Valley Lower Saxony Forschergruppen aus der Quantenphysik und dem Quantenengineering intensiv zusammen. Die Integration der optischen und elektronischen Komponenten erfolgt mit Methoden der Halbleitertechnologien. Ziel dabei ist es, Laser, Wellenleiter, Detektoren, elektronische Schaltkreise und Ionenfallen auf einem einzigen Chip zu integrieren. Das Quantum Valley Lower Saxony ist durch die Expertise der beteiligten Gruppen, die exzellente Verbundforschung und die herausragende Infrastruktur in den beteiligten Forschungszentren hervorragend aufgestellt. Guten Tag, mein Name ist Christian Ospilkaus. Ich bin einer der Sprecher der QVLS-Initiative und möchte Ihnen im Folgenden etwas zu Quantencomputern auf Basis gespeicherter Ionen und zum QVLS-Q1-Projekt erzählen. Klassische Computer speichern Informationen in sogenannten Bits ab, die genau zwei Werte annehmen können, entweder 0 oder 1. Ein Quantencomputer ist demgegenüber ein radikal neues Konzept. Quantencomputer speichern Informationen in sogenannten Quantenbits oder Qubits ab. Wir verwenden einzelne Atome als Qubits. Unsere Atome sind elektrisch geladen. Wir können diese sogenannten Ionen deshalb mithilfe von elektrischen Feldern festhalten. Dazu verwenden wir Chipfallen, wie Sie sie auf dem folgenden Bild sehen. Um die Ionen in der Falle zu halten, werden elektrische Felder an einzelne elektrisch leitende Bereiche der Oberfläche angelegt. Mit Laserlicht können wir die Ionen anregen. Wenn sie wieder in den Grundzustand zurückfallen, senden sie dabei Licht aus. Mithilfe dieses Lichts kann man sie dann sichtbar machen. Hier schauen wir mit einem Mikroskop auf den Fallenchip. Auf Knopfdruck können wir einzelne Ionen in die Falle laden und auch sichtbar machen. Dieser Flecken hier stammt von einem einzelnen Atom, einem einzelnen Quantenbit oder Qubit. Laden wir mehr Ionen in die Falle, so reihen sie sich entlang der Achse unserer Falle auf, weil sich gleiche Ladungen abstoßen. Doch es gibt gewisse Grenzen, wie viele Ionen oder Qubits man sinnvoll in einer einzigen Falle aufbewahren kann. Wie hat man sich also einen Quantencomputer auf Basis von Tausenden von Qubits vorzustellen? Überraschenderweise sehr ähnlich zu einem klassischen Prozessor oder Computer. In einem Mikroprozessor, wie er in Ihrem Laptop oder Mobiltelefon enthalten ist, wird die Information ständig zwischen verschiedenen Registern hin und her geschoben. Speicher- und Rechenregister beispielsweise. In einem Mikroprozessor passiert dieses Hin- und Herschieben der Informationen mithilfe von Strom- und Spannungsimpulsen. In einem Ionenfallen-Quantencomputer gibt es auch verschiedene Register und jedes Register enthält eine kleine Anzahl von Qubits. Jedes Register ist für sich eine Falle, in der man Qubits speichert. Dazu legen wir auf unserem Chip um den gewünschten Ort der Potentialmulde herum geeignete Spannungen an. Und wie im Mikroprozessor die Bits, können wir auch die Ionen von einem Register zum anderen Register transportieren. Dazu müssen wir nur die Spannungen an der Falle in geeigneter Weise verändern. Und weil das in Wirklichkeit viel zu schnell geht, zeigen wir das hier noch einmal von Hand, indem wir die Ionen mit einer Spannung hin und her bewegen, die wir durch diesen Schieberegler hier verändern. Doch wie muss man sich einen solchen Algorithmus auf einem Quantencomputer überhaupt vorstellen? Man kann jeden Algorithmus darstellen als eine Abfolge von Operationen auf entweder einem Qubit oder auf zwei Qubits. Hier noch einmal unser Chip mit den Registern, in denen die Ionen gespeichert sind. Doch wie werden die Rechenoperationen tatsächlich ausgeführt? In den meisten Ionenfallen Quantencomputeraufbauten werden dafür fokussierte Laserstrahlen verwendet, die die Ionen mit extrem genau kontrollierten Laserpulsen beleuchten. Dass es hier so genau zugehen muss, kommt jedoch nicht von ungefähr. Wenn Sie über eine CD drüber kratzen, dann funktioniert die in der Regel immer noch. Das liegt daran, dass auf der CD zusätzliche Informationen abgespeichert sind und aus diesen Informationen lässt sich dann der Fehler korrigieren. Ein Quantencomputer kann das im Prinzip auch machen. Doch diese Quantenfehlerkorrektur funktioniert nur dann wirklich gut, wenn der Fehler pro einzelner Rechenoperation bereits extrem klein ist. Doch einzelne Qubits, einzelne Quantensysteme so genau zu kontrollieren, ist eine enorme Herausforderung.
Experimentell sind hier einzelne gespeicherte Ionen bis jetzt am weitesten fortgeschritten. Doch die dafür benötigten Lasersysteme sind immer noch extrem komplex und fehleranfällig. Wir verfolgen einen anderen Ansatz. Bei unserem Ansatz werden die Ionen mithilfe von Mikrowellenfeldern kontrolliert. Mikrowellenbauelemente finden Sie in jedem Mobiltelefon. Mikrowellen lassen sich extrem genau kontrollieren. Doch was für unsere Zwecke noch wichtiger und interessanter ist, die zugehörigen Kontrollelemente lassen sich direkt in unsere Ionenfallenchips einbauen. Hier sehen Sie noch einmal ein Bild unseres Chips. Auf diesem Chip ist nur ein Rechenregister enthalten. Die Rechenoperationen passieren einfach, indem wir einen Wechselstrom durch die eingefärbten Leiter schicken. So ein Rechenregister können wir viele, viele Male auf einem Chip unterbringen. Genauso wie in einem Mikroprozessor sich die einzelnen Schaltelemente immer wiederholen. Was toll an diesen Mikrowellenoperationen ist, ist, dass sie zum einen vergleichsweise einfach zu realisieren sind, zum anderen aber auch extrem robust sind, sodass man hier sogar mit einer ganzen Schulklasse durch das Labor toben kann und das Ganze immer noch gut funktioniert. Zwei große technische Universitäten, die PTB als unser nationales meteorologisches Forschungsinstitut und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, bringen hier Ressourcen und Expertise ein, um gemeinsam an der Entwicklung von skalierbaren Quantencomputern zu arbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit miteinander und mit namhaften Anwendern aus der Industrie und Forschung, auch mit unserem Gründungsmitglied Sartorius. Das Thema Quantentechnologie hat ein hohes Potenzial für die Industrie und vor allem für die Start-up-Szene. Jetzt müssen wir die Chance nutzen, neue Märkte zu erschließen. Dafür brauchen wir standardisierte Herstellungsprozesse, die in enger Kooperation mit der Industrie eingeführt werden. Die Leibniz-Universität Hannover ist ein zentraler Partner des Quantum Valleys Lower Saxony, weil wir eben einen großen Schwerpunkt im Bereich der Quanten- und Gravitationsphysik haben. Das spiegelt sich nicht nur wider im Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sondern lässt sich auch sehr anschaulich festmachen an der Detektion der Gravitationswellen, die im Jahre 2017 mit den Nobelpreisen geadelt wurde. Denn wir in Hannover haben dafür gesorgt, dass die notwendige Lasertechnologie dafür zur Verfügung gestellt wurde. An der TU Braunschweig arbeiten Physiker und Elektrotechniker innerhalb einer Fakultät zusammen und decken von der Simulation und Materialherstellung über die Chipprozessierung bis zur Systemintegration alle Aspekte einer mikroelektronischen und nanophotonischen Entwicklungslinie ab. All diese Erfahrungen bringt die TU Braunschweig in die Entwicklung eines hochintegrierten Quantenprozessors im QVLS-Verbund mit ein und zeichnet eine enge Einbindung von eigenen Startups sowie strategische Kooperationen mit Unternehmen der Halbleiterindustrie aus. Quantenmeteorologie ist einer unserer vier Forschungsschwerpunkte. Die PTB ist das weltweit erste und heute das zweitgrößte nationale Meteorologieinstitut. Hier wurden vor über 100 Jahren die experimentellen Grundlagen für die Quantenphysik gelegt. Inzwischen ist sogar das internationale Einheitensystem quantenbasiert. Die PTB bringt ihre führende Expertise in der Quantenmeteorologie, insbesondere bei der Fertigung der Hardware, mit ein. Und so helfen wir, dass das Zukunftsversprechen, einen skalierbaren 50-Qubit-Quantencomputer in 5 Jahren zu realisieren, Wirklichkeit wird. Wir haben gemeinsam bereits 2 erfolgreiche Exzellenzcluster eingeworben, nämlich Quantum Frontiers und Phoenix-D. Bei Quantum Frontiers geht es um die Messung an der Grenze des Messbaren. Damit erforschen wir immer genauer die Gültigkeit der Naturgesetze und erreichen immer bessere Kontrolle über Quantenzustände. Insbesondere Letzteres ist absolut notwendig für die Realisierung des Quantencomputers. Die 3 Forschungsbauten, Hightech, LENA und LNQE, bieten uns die nötige, hervorragende Infrastruktur, unter anderem Reinräume für die Halbleiter- und Nanotechnologie. Ergänzt wird diese hervorragende Infrastruktur durch unsere Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und nationale und internationale Verbundprojekte. Das Quantum Valley Lower Saxony besteht aus 2 Elementen. Zum einen ging zum 01.01. die Geschäftsstelle des Vereins, QVLS e.V., an den Start. Hier vernetzen sich Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Startups in einem Verbund, um die Entwicklung von Quantentechnologien vom Forschungslabor bis hin zur Kommerzialisierung effizient zu koordinieren. Zum anderen wurden mit dem Moonshot-Projekt QVLS-Q1 die Pläne entwickelt, um in den nächsten 5 Jahren einen skalierbaren 50-Qubit-Quantencomputer zu realisieren. Diese Pläne
werden nun mit der Unterstützung des Landes Niedersachsen und der Volkswagen-Stiftung in die Tat umgesetzt. Mit diesem Ökosystem, dem nahtlosen Ineinandergreifen von Politik, Forschung und Industrie und der jahrelangen Expertise auf dem Gebiet Quantentechnologien, haben wir die optimalen Voraussetzungen geschaffen, um den Schritt hin zum 50-Qubit-Quantencomputer, aber auch weit darüber hinaus wagen zu können. Der Anspruch der Volkswagen-Stiftung ist es, guter Forschung den Weg zu bereiten. Wir wollen Impulse geben für morgen und übermorgen. Das Quantum Valley Lower Saxony ist genau auf diesem Weg. Und das haben uns Gutachterinnen und Gutachter aus Großbritannien, aus Frankreich und aus Deutschland bestätigt. Im Quantum Valley Lower Saxony passiert Forschung auf höchstem internationalen Niveau. Und die Gutachterinnen und Gutachter haben gesagt, grünes Licht für dieses Unternehmen. Hier geschieht tatsächlich Neues. Herzlichen Glückwunsch zum Start der Initiative Quantum Valley Lower Saxony. Ein wichtiger Schritt und ein tolles Beispiel für exzellente Wissenschaft und die Vielfalt an Kompetenzen und die Zusammenarbeit in Niedersachsen. Ich freue mich, dass das DLR-Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik dabei ist und Fragen im Kontext von Quantentechnologien und Quantensensoren sowie Quantenmesstechniken bearbeiten wird, bis hin zur Realisierung von Prototypenlesungen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und freue mich auf die Ergebnisse. Quantencomputer, der Gamechanger für morgen, für viele Bereiche wie Medizin, Pharmazie, Materialforschung. Sie forschen hier in Quantum Valley Lower Saxony an der Zukunftstechnologie. Egal, welche der verschiedenen Optionen den Weg machen wird, uns ist es unheimlich wichtig, beizutragen als Infineon und mitzuhelfen, eine relevante Computerindustrie quantenbasiert zu begründen. Deutschland soll eine wesentliche Rolle in diesem Bereich spielen. Quantencomputing wird die Welt verändern und dazu beitragen, den Traum von einer nachhaltigen und intelligenten Mobilität wahr werden zu lassen. Volkswagen forscht bereits seit 2015 an der industriellen Erschließung mit zahlreichen Veröffentlichungen und alleine 3 Patentanmeldungen im letzten Jahr. Für den Innovationsstandort Niedersachsen ist das exzellente Partnernetzwerk, das im Quantum Valley Niedersachsen entsteht, eine großartige Chance, über die wir uns sehr freuen. Bezüglich des Transfers in die Wirtschaft bietet Niedersachsen ebenfalls einzigartige Chancen. Die Partner im QVLS haben eine lange Tradition in der Unterstützung von Ausgründungen. So widmet sich die Qubit GmbH der Vermarktung einer Photonic-Plattform für Anwendungen in den Lebenswissenschaften. Sieht unscheinbar aus, aber es ist die weltweit kleinste und schnellste optische Mikro-LED-Plattform, die kommerziell erhältlich ist. Weitere Beispiele für Startups sind die Agile Optik GmbH in der Ausgründung der PTB für Lösungen im Bereich der Lasertechnologie oder die Keppel GmbH für hochempfindliche Elektronik in der Medizin. Um nun all die genannten Chancen zu ergreifen, müssen Technologien über die Todeszone zwischen Grundlagenforschung und Produkt hinweg entwickelt werden. Die Kosten für technologische Entwicklungen steigen überproportional mit deren Reifegrad. Und das gilt besonders für Quantentechnologien. Daher sind die Herausforderungen nur im Schulterschluss zwischen Forschung und Unternehmen zu meistern. Das QVLS ist aufgrund seiner starken nationalen und internationalen Vernetzung sowohl mit Forschungseinrichtungen als auch mit der Industrie für dieses Ziel ideal aufgestellt. Ausgehend von QVLS werden in enger Zusammenarbeit mit der Industrie Transferprojekte angestoßen, die alle Aspekte eines kommerziellen Quantencomputers abdecken, von der Software bis zur Hardware wie in einem Moonshot-Projekt. Damit wird der Traum eines Quantencomputers made in Niedersachsen Wirklichkeit werden. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, meine Damen und Herren, dann freuen wir uns natürlich über Ihre Rückmeldung. Uns ist der Austausch ganz, ganz wichtig. Deshalb ermutige ich Sie auch noch einmal, Kommentare hier zu lassen oder auch Fragen in die Webchat-Funktion zu stellen. Wir werden diese Fragen sammeln und Sie dann am Ende mit in die Q&A-Session nehmen. Insofern, wann auch immer Ihnen Fragen in den Kopf kommen, einfach gerne stellen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch mit denen sprechen, die sich die Entwicklung von Quantencomputing-Lösungen ganz, ganz dringend wünschen oder auch daran mitwirken, denn es sind ja eben genau diese, die den digitalen Wandel und die Erschließung entsprechender Marktchancen ordentlich beschleunigen können. Und warum und was sie sich davon versprechen, darüber möchte ich jetzt mit meinem hochkarätigen Panel sprechen. Herzlich willkommen, Magdalena Hauser.
Sie sind CEO der Parity QC, einem Startup, das eine unabhängige Hardware-Architektur und Software entwickelt, um die derzeit vielen verschiedenen Plattformen kompatibel zu machen. Wir begrüßen außerdem Helge Grashoff, CTO der Osram Opto Semiconductors, also der Halbleiterindustrie bzw. Sparte der Marke Osram. Auch Ihnen herzlich willkommen. Dr. Sebastian Luber darf ich begrüßen. Er ist Senior Director Technology and Innovation bei Infineon Technologies, die ebenfalls auf Halbleiterlösungen spezialisiert ist, aber eben auch auf Sensoren oder LED-Treiber. Außerdem haben wir Dr. Florian Neukart zu Gast. Sie sind Director des Volkswagen Data Lab, das vor 8 Jahren, glaube ich, gegründet wurde und sich mit Data Analytics und KI beschäftigt hat, aber sich ständig weiterentwickelt. Und ich glaube, Sie sind auch Gründungsmitglied dieses Data Labs. Freuen uns, dass Sie dabei sind. Und last but not least, Dr. Oskar Werner Reif, CTO der Sartorius AG, auch eine der Gründungsinstitutionen vom Quantum Valley und spezialisiert auf die biopharmazeutische Forschung und Industrie. Ganz herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, dabei zu sein. Ich habe jetzt nur ganz, ganz kurz angerissen, in welchen Unternehmen Sie jeweils tätig sind. Aber die spannende Frage heute ist ja, in welchen Anwendungsbereichen der Quantentechnologien Ihre Unternehmen bereits aktiv sind. Und ich würde gerne mit Ihnen starten, Herr Grashoff, weil bei Ihnen wahrscheinlich der Aha-Effekt immer am größten ist. Ne, wenn man Sie sagen, ich arbeite bei Osram, dann sagt man, die Glühbirnen, und dann sagen Sie, nein, die Quantentechnologie. Oder wie erleben Sie das? Ja, ganz genau. Quantenphysik ist die Basis unserer Technologien, die wir bei Osram Opto Semiconductor entwickeln. Ohne sie funktioniert keine LED und auch kein Halbleiter-Laser. Keine LED für Allgemeinbeleuchtung funktioniert ohne das und auch keine LED, die eine sterilisierende Wirkung hat, die zum Beispiel UVC-Licht generiert. Damit mit den ganzen Produkten, die wir basierend auf Quantenphysik entwickeln, tragen wir etwas zur Verbesserung des Alltags der Menschen bei, aber auch bei der Bekämpfung von globalen Problemen wie dem Klimawandel. Die Quantentechnologie der zweiten Generation allerdings, die steht ja hier auch im Mittelpunkt der Aktivitäten des QVLS. Und hier müssen einzelne Quantenzustände kontrolliert werden. Licht oder Laserlicht spielt hier eine zentrale Rolle. Wir brauchen dafür kleinere Laser, kompaktere Laser, hochintegrierte Laser, die zum Beispiel eine bessere Linienbreite oder auch Pulslänge haben. Hier dran wollen wir im Rahmen dieses Zusammenschlusses auch mitarbeiten. Mhm. Herzlichen Dank. Herr Dr. Luber, ist das bei Ihnen ähnlich gelagert? Also Herr Grashoff hat ja schon erklärt, bei uns natürlich auch als Europas größter Halbleiterhersteller basiert die gesamte Technologie auf Quanteneffekten. Bezüglich der Quantentechnologien der zweiten Generation sind eigentlich viele Bereiche im Unternehmen betroffen. Also auf der Produktseite bereiten wir uns auf dieses Quantencomputing-Zeitalter vor, in dem wir Post-Quanten-Kryptographie entwickeln, die dann auch in einem Quantencomputing-Zeitalter sicher ist. Wir schauen natürlich, dass wir Produkte entwickeln, die wir im Rahmen dieser Quantentechnologie der zweiten Generation auch in den Markt verkaufen können und sind da im Computing in verschiedenen Plattformen unterwegs, bei den Supraleitern, bei spinbasierten Siliziumsystemen, aber zusammen mit dem QVLS auch bei den Ionenfallen. Und dann schauen Sie auch die Logistik an, ob man nicht Quantencomputer gut anwenden kann bei uns. Die sind ja sehr gut für Optimierungsprobleme geeignet, und hier zusammen mit Universitätspartner überprüfen wir, inwieweit wir hier Nutzen erzielen können. Dankeschön. Herr Dr. Reif, Sie sind augenscheinlich in einem ganz anderen Feld tätig, aber wo nutzen Sie denn die Quantentechnologie? Ja, Sartorius als zentraler Zulieferer oder der mittlerweile in Europa größte Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie und Forschung sind an sich primär ein Anwender hiervon, und Anwendungen diesbezüglich fokussieren sich darauf, dass Quantencomputing, wir denken, in Zukunft sich nutzen lässt, dass die ganzen komplexen biologischen Systeme, die zurzeit überhaupt nicht simulierbar sind, weil man sie entweder nicht verstanden hat oder gar nicht die Möglichkeiten bestehen, sie rechnerisch zu greifen, durch Quantencomputing möglich sind. Als Beispiel hierfür, gerade die Firma AlphaFold in Großbritannien hat zum ersten Mal überhaupt ein Protein simulieren können aufgrund der Aminobasis. Und das ist nur ein Protein. Wenn Sie überlegen, aus wie viel Protein eine Zelle besteht, verstehen Sie die Komplexität. Und hier
denke ich, ist Quantencomputing die einzige Lösung, sowas in Zukunft simulieren zu lassen und die Entwicklung von Therapeutika zu beschleunigen. Das ist ein Segment, wo wir uns natürlich mit beschäftigen. Das andere ist, dass umgedreht die Quantenzustände vielleicht neue Messtechnik für Druck, Temperatur, Position, Zeit, Geschwindigkeit ermöglichen, die wir hier wiederum für die Prozesssteuerung benötigen in hochsensiblen Bereichen. Da sehen wir Potenzial und dementsprechend beschäftigen wir uns damit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Reif. In die limitierenden Faktoren gehen wir gleich auch noch ein bisschen. Ich würde gerne zu Frau Hauser kommen, denn Sie sind ja nicht unbedingt Anwender, sondern eher Lösungsfinder. Genau, also die Probleme sind ja nicht nur auf der Anwenderseite, sondern die haben wir auch noch auf der Hardware-Seite. Also wir müssen einen Quantencomputer erstmal bauen. Und was wir bieten können, ist eine komplett neue Art, wie man Optimierungsprobleme am Quantencomputer lösen kann. Und wir sitzen da auf dem Interface zwischen Hardware und Software. Das heißt, wir helfen einerseits Hardwareherstellern, ihre technologischen Hürden, die sie nehmen müssen, um einen Quantencomputer bauen zu können, der dann wirklich ein industrierelevantes Problem lösen kann, zu bauen. Und auf der anderen Seite auch den Anwendern überhaupt eine andere Denkweise, was denn auf dem Quantencomputer gelöst werden kann, anzugehen. Also im Moment werden ja Probleme gesucht, die ein Quantencomputer lösen kann und nicht Probleme in der Welt gesucht, die man dann vielleicht mit einem Quantencomputer lösen kann. Mhm. Und diesen Switch, den forcieren wir gerade. Ja, also Sie sind tatsächlich wirklich Schnittstelle zwischen Industrie und Forschung. Und das sind Sie, Herr Dr. Neukart, glaube ich, auch in gewisser Weise. Das Volkswagen Data Lab ist aber, glaube ich, als etwas weiteres Feld gestartet. Seit wann und inwiefern beschäftigen Sie sich mit der Quantentechnologie? Quantentechnologien sind ja generell interessant bei Volkswagen, also nicht nur Computing, aber im Data Lab haben wir Ende 2015, Anfang 2016 begonnen, uns mit Quantum Computing, industriell relevanten Quantum Computing zu beschäftigen. Und da muss ich immer vorsichtig sein, wenn ich das sage, weil wir wissen natürlich, dass die komplexesten Probleme, an deren Lösung wir heute interessiert sind, wir heute nicht lösen können. Aber um vielleicht so ein bisschen Einblick zu geben, haben wir 4 Felder, die wir ganz spannend finden im Bereich Quantum Computing. Das erste ist die Optimierung. Hier schauen wir uns Probleme an wie Logistik oder Verkehrsflussoptimierungen, also alles, was eine Zeitkomponente hat. Alles, was sehr komplex ist, nicht notwendigerweise viele Daten hat, aber dennoch schon mal profitieren kann von den Stärken eines Quantencomputers. Das zweite, wie schon angesprochen, ist von den Kollegen, ist Simulation. Hier sind wir auch daran interessiert, auf lange Sicht die Batteriechemie zum Beispiel zu verbessern oder Kathoden- oder Anodenstrukturen für Batterien zu finden. Das dritte Feld, wo Volkswagen auch sehr aktiv ist, ist die künstliche Intelligenz. Und hier sehen wir uns Algorithmen an, die wir aus der klassischen Nicht-Quantenwelt kennen und versuchen, Teile, die komplex sind, vielleicht mit einem Quantencomputer ein bisschen zu verbessern. Also wir sehen den Quantencomputer immer als eine Art Co-Prozessor. Und das letzte Feld ist nicht direkt Quantum Computing, aber beschäftigt sich mit den Gefahren, die jede neue Technologie, wie auch Quantum Computing, bringen kann, und das ist IT-Security. Und hier sind wir auch an Algorithmen einerseits interessiert, die einem Angriff von einem potenziell perfekten, fehlerkorrigierten Quantencomputer mit einer ausreichenden Anzahl von Qubits standhalten können, und Quantenhardware, die uns zum Beispiel hilft, zum Beispiel Random Number Generators, Schlüssel zu generieren, also sichere Schlüssel zu generieren. Das ist sehr schön, dass Sie das jetzt schon so angesprochen haben. So wie Dr. Reif auch, wir kommen mal auf die limitierenden Faktoren bei der Realisierung innovativer Businessprozesse. Denn ich habe eine Studie des Analystenhauses PAC gefunden, in der nahezu 90% der weltweiten Studienteilnehmer angaben, dass vor allen Dingen die Computing-Kapazitäten hier die limitierenden Faktoren sind. Wie gesagt, Herr Dr. Reif, Sie haben es gerade schon angesprochen. Herr Dr. Luber, wie ist es bei Ihnen? Was sind bei Ihnen so die Prozesse, wo Sie wirklich auf diese Quantentechnologie hoffen und große Erwartungen setzen? Ja, wurde ja teilweise schon angesprochen. Quantencomputer werden jetzt sicherlich nicht klassisches Computing in allen Feldern ersetzen können, aber für spezifische Probleme sind sie natürlich extrem gut geeignet aufgrund ihrer neuartigen Funktionsweise. Und bei uns im Unternehmen gibt es da unterschiedliche Anwendungsmechanismen oder Anwendungsfelder, wo wir da sehr großes Potenzial sehen, insbesondere eben bei Optimierungsproblemen. Also in der Logistik zum Beispiel dieser Abgleich zwischen Fertigungskapazitäten, unterschiedlichen Fertigungssträngen und dem Bedarf, der momentan noch mit sehr viel Näherung behaftet ist. Wenn man so etwas analytisch auf dem Quantencomputer lösen könnte, wäre sicherlich sehr interessant.
aber auch direkt in der Simulation, also von Eigenschaften von Halbleitern oder im Routing, also der ganzen Art und Weise, wie man so einen Silizium-Chip zusammenbaut, da gibt es aus unserer Sicht durchaus großes Potenzial. Aber wir sind natürlich nicht nur auf der Anwendungsseite unterwegs, sondern natürlich auch auf der Anbieterseite und sehen da durchaus auch einen interessanten Markt, eben selber Produkte in diesen Markt des Quantencomputings hinein zu verkaufen, sei es Komponenten oder tatsächlich sogar in den eigentlichen Prozessor zu gehen. Mhm. Herr Grashoff, sind Ihre Erfahrungen da ähnlich? Wie sind Ihre Ansprüche gelagert? Ja, also wenn wir an die Anwendungsfälle denken, wir setzen uns sowohl in der Entwicklung, in der Simulation, das wurde ja schon angesprochen, setzen wir uns natürlich auch mit sehr rechenintensiven Prozessen auseinander zur Simulation von verschiedenen physikalischen Effekten. Aber wir haben auch ganz pragmatische Anwendungsfelder, zum Beispiel in der Auswertung von Produktionsdaten, die in der Halbleiterindustrie bei uns bei den 3-5 Halbleitern immens sind. Und diese Daten auszuwerten und hier die Produktion und den Output der Produktion zu verbessern, das ist für uns ein direkter Anwendungsfall für einen solchen Hochleistungscomputer. Mhm. Frau Hauser, Sie sehen ja beide Seiten so ein bisschen. Was sind so die Ansprüche, die an Sie gestellt werden und wie begegnen Sie denen? Also das Wichtigste ist, sich zu überlegen, wie, wenn man mit Anwendern von Quantencomputern redet oder mit potenziellen Anwendern, wenn es denn dann einen Quantencomputer gibt, dann ist herauszufinden, wie denn die Probleme strukturiert sind. Also wir sind spezialisiert auf Optimierungsprobleme und wie Herr Luber schon spezifiziert hat, die sind wirklich in sehr vielen Anwendungsfällen auch quasi die Basis von allem. Und wir glauben auch, dass das die erste Anwendung von einem Quantencomputer sein wird, also die erste sinnvolle Anwendung. Und was die Erwartung an uns ist, ist auf der Hardware-Seite ist tatsächlich, wie kann man denn einen Chip skalieren, der jetzt 50 Qubits hat oder 100 Qubits, wie schaffe ich es, den auf 1.000, auf 10.000, auf 1 Million zu skalieren? Und also was wir sehen ist, dass nicht die Schwierigkeit ist, 1 Million Qubits zu produzieren, sondern das Problem ist, wie kontrolliere ich denn 1 Million Qubits? Und das geht mit unserer Architektur tatsächlich relativ einfach. Wir haben da ein fundamentales neues Paradigma, beziehungsweise der Professor Dr. Lechner, mein Co-Founder und Co-CEO, ein komplett neues Paradigma erfunden, wie man das sehr vereinfacht und mit sehr reduzierter Komplexität bauen kann. Okay, das heißt, es klingt danach, dass Sie schon recht weit sind und hier auch viel beitragen können. Herr Dr. Reif, Sie haben gerade auch schon Simulationsthematiken angesprochen. Ich würde ganz gerne wissen, welche technologischen Durchbrüche, wenn wir jetzt hören, wie weit wir eigentlich schon sind, aber auf der anderen Seite eben noch in den Kinderschuhen stecken, welche technologischen Durchbrüche Sie sich eigentlich von diesem Projekt und dieser Initiative erhoffen? Welche technologischen Durchbrüche wären für Ihr Unternehmen besonders wichtig, Herr Dr. Reif? Ja, das Thema Durchbruch ist immer vielleicht ein bisschen überhöht und das hat jetzt zwei Seiten. Wir haben recht viel über Quantencomputing gesprochen, wo ich denke, das wird zum Teil auch ein evolutionärer Prozess sein, wo zum Beispiel die ersten Schritte über die Kombination zwischen klassischen Computern und Quantencomputern funktioniert und die Fragestellungen sich daran auch entwickeln. Und gerade aus der Biologie heraus und der komplexen Systeme der Biologie wird sehr viel spezifische Anwendungen hier geben und da Programmierung. Und deshalb denke ich, das wird ein iterativer Prozess sein, der sich dort langsam, aber kontinuierlich den frei programmierbaren Quantencomputern nähert. Und da gibt es schon die ersten Beispiele. Der andere Bereich, über den wir auch in diesem Projekt haben, ist letztendlich ja Messung oder das Quantensystem für Messtechnik zu nutzen. Und hier, da gibt es auch schon die ersten Beispiele, die sicherlich ganz interessant sind, wie das Quantum-Enhanced Imaging, wo man zunehmend Zellen mit einer höheren Auflösung messen kann. Das Ganze hat aber die Schwierigkeit, dass die Aufbauten hier noch sehr komplex und universitär sind. Und ich glaube, der Kernschritt oder der Sprung in der Messtechnik wird sein, so ein Quantensystem zu konstruieren, dass es aus dem universitären Alltag herausgeht in ein einfaches, gegebenenfalls auch bei Raumtemperatur schon nutzbares Messsystem. Ich glaube, wenn wir den Schritt machen, einfacher strukturiert, bei
Zuständen, die für den Nutzer einfacher zu nutzen sind, etabliert sind, dann ergeben sich sehr viele Messfragestellungen und damit auch Aufgaben und Lösungen und Märkte von automatisch. Und in der Messtechnik ist deshalb dieser Schritt Simplifizierung, einfache Handhabung der Kernschritt, raus aus einem Universitätsumfeld. Mhm. Herzlichen Dank. Ja, da haben wir schon viel umrissen, woran das Quantum Valley ja im Grunde auch arbeiten möchte. Aber da wird man ja auch nicht ganz frei von Druck sein, denn wir haben jetzt schon einiges über den Wettbewerb auch in der Quantencomputing-Entwicklung gehört. Mich würde abschließend interessieren, was Ihrer Meinung nach am dringendsten passieren müsste, damit deutsche und europäische Unternehmen im weltweiten Vergleich wettbewerbsfähig werden bzw. bleiben. Und dazu würde ich gerne einen Satz von Ihnen abschließend hören. Und wir beginnen mit Herrn Dr. Neukart. Für mich ist die Anwendung der Treiber. Das heißt, wir werden versuchen, vielleicht im Co-Design, vielleicht zusammen mit Herstellern, wirklich an Anwendungen, an Lösungen von Anwendungen zu arbeiten, die von dem Quantencomputer profitieren. Und das ist, glaube ich, für die nächsten 5 bis 10 Jahre ausschlaggebend, dass wir nicht mit der Grundlagenforschung allein starten, sondern wirklich die Anwendung auch in den Vordergrund stellen. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Grasshoff. Ja, ich denke, das sehe das genauso. Also wir müssen breite Brücken zwischen der quantenphysikalischen Grundlagenforschung bilden hin zu den Anwendungen. Und hier ist, glaube ich, die grundlegende Basis eine langfristige, vertrauensvolle Kooperation zwischen Unternehmen und den Forschungseinrichtungen nötig, um so einen Marathonlauf wie das Quantencomputing denn hier auch realisieren zu können. Herzlichen Dank, Frau Hauser. Sie schaffen schon Vertrauen. Trotzdem, was erwarten Sie oder meinen Sie dazu? Also ich kann mit meinen vorherigen Reden nur anschließen. Ich glaube, wenn wir uns eines abschauen können von USA und China, ist, dass sie die Industrialisierung sehr stark vorantreiben von diesem Feld und dass sie das sehr stark nutzerfokussiert machen. Und das müssen wir einfach aufmachen, sonst bleiben wir hinten dran. Ja, ganz klar. Herr Dr. Luber. Ich glaube auch, also es ist sehr wichtig, dass wir jetzt auf dem Weg der Industrialisierung einfach zügig voranschreiten, auch wenn vielleicht noch nicht klar ist, auf welchem Weg ich genau zum Erfolg komme. Und auch wenn noch nicht der letzte Konsens gerade in der Politik über die Art und Weise, wie man da die Förderung ausgestaltet, gefunden ist. Ich glaube, da gibt es gute Vorschläge auch seitens des Expertenrats. Und wichtig ist jetzt einfach, dass wir hier den nächsten Schritt machen und anfangen, das Thema in die Industrie herüberzubekommen. Genau, und im Quantum Valley haben wir zum Glück die Politik auch mit an Bord. Herr Dr. Reif, Ihr abschließendes Wort. Gut, bevor ich meine Vorredner mit den vollkommen richtigen Statements wiederhole, würde ich sagen, ein Punkt ist Schwerpunkt setzen und Fördermittel bündeln und nicht mit einer Gießkanne verteilen, weil so etwas kostet Geld und einen langen Atem. Das geht nur, wenn man Schwerpunkte setzt und sich so fokussiert. Und ich glaube, das ist hier entscheidend. Und das machen die Asiaten und die Amerikaner sehr gut. Da gibt es wenige Standorte, aber die sind richtig ausgestattet. Und da ist dann auch die Industrie und Akademie zusammen. Da können wir was lernen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Erwartungen und Ausblicke. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Panel Zeit genommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Der Co-Sprecher der Initiative ist dort auch schon ordentlich aktiv. Ich darf jetzt auch noch Professor Dr. Piet Schmidt begrüßen, der uns zugeschaltet ist. Und auch Sie haben da eben schon fleißig geantwortet. Das freut mich ganz besonders. Herr Dr. Jungbauer, jetzt müssen wir das so ein bisschen sortieren, damit wir auch alle Fragen und Antworten unterbringen.
Ich würde einmal gerne starten. Herr Dr. Reif hat es gerade schon angesprochen, kommt vielleicht auch gleich noch hier in unseren Chat dazu. Wie gliedert sich das QVLS-Projekt in andere Projekte innerhalb Deutschlands ein? Beispielsweise gibt es ja ein ähnliches Projekt IQAN, ebenfalls Ionenfallen, Quantum Computer Entwicklung an der Universität Mainz. Genau. Ja, ist die Frage an mich gerichtet? Nee, oder? Professor Schmidt. Wollte ich gerne diese Frage stellen. Genau, ich kann da gerne was dazu sagen. Und zwar sind wir sowohl mit Gruppen in Mainz als auch in Siegen im Gespräch, um uns zu positionieren im Rahmen der Bundesinitiative, wo ja vom Expertenrat die Hubs vorgeschlagen wurden. Und da wollen wir gemeinsam an den Start gehen, um alle unsere Expertise, Kompetenzen und auch natürlich die laufenden Projekte, die in Mainz, im Siegen, aber auch hier natürlich schon vor dem QVLS oder parallel dazu gestartet sind, alle zu bündeln in einen entsprechenden Hub, der dann hier losstarten kann. Vielleicht darf ich da noch eine Frage anschließen. Von ebenfalls The Mr. Matze, gibt es übergeordnete Konzepte auch in der EU, die diese verschiedenen Projekte verbinden? Genau, da kann ich was dazu sagen, aber Herr Mnünnig natürlich auch, der ist da auch hochrangig aktiv. Es gibt natürlich das EU-Flagship zu den Quantentechnologien und da gibt es auch Ausschreibungen oder gab es vor 2 Jahren Ausschreibungen zu Quantencomputing. Da sind wir auch dran beteiligt. Herr Osbeckhaus hat da ein Projekt auch zusammen mit Kollegen in Siegen und aus Sussex. Und deswegen glauben wir, dass wenn da die nächsten Ausschreibungen kommen, da die ganzen Aktivitäten in Europa zusammengeführt werden. Also nicht nur in Deutschland gibt es jetzt diese Quantencomputing-Initiative, auch in Frankreich wurden jetzt nochmal signifikant Fördermittel versprochen, um diesen Bereich weiter zu stärken. Und das soll dann alles unter einem europäischen Dach vereinigt werden. Mhm. Professor Mlünnig, haben Sie da noch Ergänzungen? Ja, Frau von Busse, ich kann das gerne ergänzen. Das EU-Flagship hatte ja jetzt seine sogenannte Ramp-up-Phase. Das waren 3 Jahre. Die laufen noch bis Ende dieses Jahres. Und dann geht man in die nächste Phase. Das Projekt ist ja insgesamt über 10 Jahre geplant. Nachdem jetzt auch Horizon Europe steht und das sogenannte Work-Program verabschiedet ist, gibt es auch ein Budget für die nächsten 2 Jahre, werden das rund 240 Millionen Euro sein. Die Ausschreibungen werden dann rausgehen in den nächsten Monaten. Und ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass wir auch wieder gute Anträge haben von Konsortien mit deutscher Beteiligung. Und natürlich ist die Hoffnung, dass das Quantum Valley Lower Saxony da auch eine Rolle spielt und wieder punkten kann, wie in der Vergangenheit. Davon gehen wir mal ganz stark aus. Herr Dr. Jungbauer, es sind auch einige technische Fragen zu uns gedrungen. Möchten Sie da vielleicht einmal übernehmen? Ich würde gerne mal ganz kurz von der Regie wissen, ob inzwischen die ganzen technischen Fragen geklärt sind. Die technischen Probleme. Wir hatten. Okay, also wir sind momentan Piet Schmidt und Herr Mlünnig noch im Chat mit drin. Dann würde ich noch mal eine Frage an Piet Schmidt kam im Chat auf. Also grundsätzlich übrigens alle Fragen werden wir im Laufe des Tages noch beantworten in dem Live-Chat. Also Sie können gerne weiterfragen, auch dann an die anderen Teilnehmer. An Piet Schmidt kam jetzt die Frage auf, warum sind nur 50 Qubits geplant in 5 Jahren? Es gibt ja schon Computer mit 50 Qubit. Warum hier im QVLS-Rahmen nur 50 Qubits? Was sind die Vorteile? Genau. Genau, man muss sich natürlich irgendwie ein Ziel setzen und die Zahl 50 erschien uns tatsächlich vollkommen realistisch. Ob das dann hinterher 100 oder 150 sind, spielt eigentlich keine so ganz große Rolle mehr. Das ist dann nur noch eine Frage von ein paar technischen Details. Aber wir sind da konservativ an die Sache rangegangen und haben deswegen die 50 Qubits versprochen. Der ganz große Unterschied zu den meisten anderen, die jetzt vielleicht schon 50 Qubits im Griff haben, ist, dass wir das mit einer sehr geringen Fehlerrate haben werden. Wir haben natürlich schon kleinere Prozessoren am Laufen und können extrapolieren, wie gut wir das hinbekommen. Und wir glauben, dass wir da nahe an der sogenannten Fehler,
Toleranzschwelle sein werden. Das ist ungefähr bei 10 hoch minus 4 Fehler pro Operation. Und da werden wir ungefähr landen mit 1- und 2-Qubit-Operationen. Weiterhin im Vergleich zu IBM und Google zum Beispiel werden unsere Qubits vollständig miteinander vernetzt sein. Also wir haben eine vollständige Vernetzung der Qubits untereinander, während die Festkörper-Qubits, die aktuell 50 oder mehr am Start haben, die haben eine eingeschränkte Topologie, wie die miteinander verschränkt werden können, die Qubits. Ich darf auch Herrn Tümmler nochmal bei uns begrüßen. Das ist wunderbar, schön, dass Sie nochmal zugeschaltet sind. Und bevor wir gleich vielleicht nochmal weiter auch in die technischen Fragen einsteigen, hätte ich gleich eine weitere Frage an Sie, Herr Tümmler. Inwiefern können Sie sich vorstellen oder vielleicht auch, welche Hoffnungen sind für Sie damit verbunden, dass ein Quantencomputer ein Vorsprung bei der Erschaffung einer künstlichen Intelligenz sein wird? Ach, das hätten wir jetzt gerade schon ganz gut gebrauchen können, wenn ich das mal so offen sagen darf, weil wir sozusagen hier gerade Gestrafte des Systems sind. Alles ist ein bisschen schwierig und ich glaube, dass wir durch die Quantentechnologie in Verbindung mit künstlicher Intelligenz durchaus bessere Möglichkeiten haben, sowohl der Kommunikation als auch eben der weiteren Möglichkeiten, die sich daraus halt ergeben, also in ganz vielen Anwendungsfeldern. Professor Schmidt, ich glaube, Sie hatten darauf auch schon im Chat geantwortet. Vielleicht wollen wir die Antwort einmal hier mit reinholen. Ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob ich auf die KI geantwortet hatte. Im Wesentlichen ist es, besteht natürlich eine allererste große Anwendung, wird sicherlich im Bereich des Quantum-Maschinenlernens zum Beispiel sein. Da spielt auch die KI entsprechend mit rein. Das empfinde ich als eine der aktuell sehr attraktivsten Anwendungen für einen Quantencomputer, weil die einigermaßen fehlertolerant wahrscheinlich abgebildet werden kann. Die aktuellen Systeme, die wir haben werden, sind immer noch rauschbehaftet, die sind nicht perfekt fehlerkorrigiert zu Beginn. Und mit trainierbaren neuronalen Netzen hat man die Chance, bereits einen Anwendungsvorteil erzielen zu können, ohne dass alles komplett fehlertolerant abläuft im Quantencomputer. Und deswegen ist es auch eins der Projekte, die wir jetzt im QVLS Q1-Projekt als erste Anwendung mitverfolgen. Ja, kam ja eben auch schon in der Gesprächsrunde zum Ausdruck. Herr Dr. Jungbauer, gehen Sie noch mal weiter in die technischen Feinheiten rein? Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an Herrn Tümmler, der war ja vorhin noch nicht zugeschaltet. Vielleicht könnte er noch mal ganz kurz umreißen, was es noch für andere große Forschungsinitiativen auf dem angrenzenden Gebieten in Niedersachsen gibt. Und dann würde mich noch interessieren, wie denn der Nachwuchs gefördert werden soll. Also man hört immer, der Quanteningenieur ist jetzt gefragt. Wie sehen Sie das? Das Thema Quanten-Education zielt das Projekt da auch ein bisschen mit rein? Also zunächst ist es, glaube ich, auch darum, dass wir diesen Startpunkt, den wir ja heute setzen, um damit auch der Welt und Deutschland zu zeigen, dass in Niedersachsen Quantentechnologie nicht nur vorhanden ist, sondern auch sichtbar ist, dass wir den jetzt nutzen, kraftvoll nach vorne zu bringen. Das Land selber wird es ja, wir hatten es vorhin, glaube ich, schon irgendwo gehört, mit Geldmitteln unterstützen. Wir haben zwei Exzellenzcluster, die sich auch auf die Fahne geschrieben haben, die Experten von morgen auszubilden. Das heißt, gerade die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und jungen Wissenschaftlern ist eines der Punkte, die dort mitverfolgt wird. Und das muss sich quasi in dieser Initiative jetzt auch weiter ausrollen. So dass, wie Herr Schmidt gerade schon sagte, das nicht überfrachtet werden darf, was machen wir jetzt eigentlich, sondern es muss zielgerichtet in die Richtung gehen. Anwendungsbeispiele kann ich mir eben auch gut in der Sensorik vorstellen, autonomes Fahren und ähnliche Dinge mehr, aber eben auch in der Satellitengeodäsie, was ja ein Teil quasi auch des Exzellenzclusters ist, beziehungsweise eben des DLR hier in Hannover. Die PTB ist erwähnt worden. Also das heißt, es gibt sehr viele Bereiche, die wir sehen müssen, aber man darf es auch nicht überfrachten, weil es muss ja auch alles umsetzbar sein und es muss ins Laufen kommen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Eine weitere Frage, die uns... Entschuldigung, Jungbauer, hatten Sie noch eine weitere Frage? Ich hätte noch eine weitere Frage an den Herrn Schmidt, jetzt doch wieder eine technische Frage, und zwar... Warum werden denn Ionen in dem Computer bewegt und warum nutzt man nicht Photonen, um irgendwie verschränkte Zustände zu übertragen, wie das teilweise auch gemacht wird?
Genau, das ist eine Alternative, wie man Verschränkungen über viele Qubits verteilen kann. Allerdings ist es deutlich langsamer und ineffizienter aktuell noch, das über Photonen zu machen, wie einen Verschiebebahnhof quasi anzuwerfen, wie wir das jetzt hier vorhaben. Also wir nennen das Quanten-CCD-Architektur, weil auch auf CCD-Chips Ladungen hin und her verschoben werden. Und in unserem Fall werden da die gefangenen Ionen hin und her verschoben und dann in Rechenregister gebracht, dann wieder zurück ins Speicherregister. Und da haben wir volle Flexibilität, was die Verschränkung zwischen den Ionen angeht, welche wir miteinander verschränken wollen, ohne auf Photonen ausweichen zu müssen. Weil der Prozess, den internen Zustand auf Photonen umzuschreiben und wieder zurückzuschreiben, der erreicht noch nicht die 10 hoch minus 4, die man bräuchte, um das dann in einem fehlerkorrigierten Quantencomputer einsetzen zu können. Ich würde gerne anschließen mit noch einer technischen Frage. Vielleicht nehmen wir die noch einmal mit von Auberginensalat. Mit wie vielen Ionenfallen soll der erste Ionen-Qubit-basierte Quantencomputer denn realisiert werden und mit welchem Algorithmus soll der Quantencomputer zuerst getestet werden? Also wie viele Ionenfallen zunächst und dann der Algorithmus? Also was wir bauen werden, wir werden zwei Systeme aufbauen im Rahmen von QVLS Q1. Das erste wird das operative, sozusagen konservative System sein, basierend auf aktuell existierender Technologie, wie wir sie jetzt auch schon im Labor demonstriert haben. Und diese Maschine wird dann auch Anwendern gegen Ende des Projekts zur Verfügung gestellt werden. Das zweite System, was wir aufbauen werden, das ist so ein bisschen das Skalierungssystem, wo wir neue Technologien ausprobieren, wie integrierte Optik, integrierte Elektronik auf dem Chip, um dann den nächsten Schritt hin zu 1000 Qubits zu schaffen. Der erste Algorithmus, der auf dem System laufen wird, da haben wir eine Reihe an Unterprojekten in QVLS Q1, die sich mit Anwendungen beschäftigen. Das eine ist das Quantum Machine Learning. Ein anderes Projekt sind digitale Quantensimulationen von Quantensystemen. Wir denken aber, ich glaube, das sind die ersten echten Anwendungen. Ja. Was wir davor aber natürlich machen werden, ist, die Maschine einfahren sozusagen, also Testalgorithmen laufen zu lassen, um zu gucken, wie gut die Maschine tatsächlich läuft. Herzlichen Dank. Angesichts der fortschreitenden Zeit würde ich ganz gerne nochmal auch auf die Beteiligung zu sprechen kommen. Wir hatten auch im Chat die Frage, wie kann ich mich als Masterstudent an diesem Projekt beteiligen, beziehungsweise wie kann ich mitwirken? Wir hatten das Thema eben schon, aber ich glaube, Herr Thümler, Sie können uns vielleicht auch noch mal politisch oder von der politischen Seite sagen, wie Sie die Nachwuchsbeteiligung und Förderung planen. Genau, das ist, wenn ich das richtig im Chat gesehen habe, auch beantwortet worden, eben durch Promotionsarbeiten und Ähnliches mehr. Und das ist quasi ja auch vorgesehen. Einmal ist es sowieso der Auftrag im Rahmen der Exzellenzcluster, auf der anderen Seite wird es aber eben auch ein Bereich sein, der selbstverständlich ist, dass wir neben der Forschung auch sozusagen den Lehrcharakter nicht vergessen. Und deswegen heißt, dass wir sowohl Masterstudierende als auch andere eben die Möglichkeit geben, sich durch Arbeiten auch zu beteiligen. Das wiederum müssen aber auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben dann selbst bestimmen, in welchen Feldern das Sinn macht und wo es eben auch vernünftig geht. Herzlichen Dank. Herr Dr. Jungbauer, haben wir noch eine Frage übersehen, die wir auch noch nicht beantwortet haben? Ich glaube, die Antworten sind... Ich sehe auch, die meisten sind tatsächlich direkt schon auch von Herrn Ospelkaus im Chat abgearbeitet worden. Respekt, das ging schnell. Vielleicht noch... schade natürlich, dass wir jetzt den Herrn Reif nicht mit reinbekommen haben. Da gab es wohl technische Probleme. Von Adrian Schmidt noch die letzte. Gibt es schon langfristige Planungen über die 5 Jahre hinaus bezüglich Quantenzahl, Fallenarchitektur, Integration? Professor Mlynek, vielleicht können Sie da zusammen mit Herrn Professor Schmidt nochmal schauen, wie Sie diese Frage nochmal einordnen. Gerne. Keiner hat die Kristallkugel. Ich glaube, worum es jetzt erstmal geht, das wurde ja auch klar in der Diskussion, ist,
etwas zu bauen, was funktioniert. Das ist wirklich auch für dieses Konsortium, das Quantum Valley Lower Saxony, eine neue Herausforderung. Es geht jetzt nicht darum, wie soll ich sagen, ständig was Neues zu finden und zu publizieren, sondern wirklich etwas zu bauen, was am Ende auch mit Algorithmen zum Laufen gebracht werden kann. Also das Thema Engineering, das steht sehr stark im Vordergrund. Wir haben von europäischer Seite uns Gedanken gemacht über Meilensteine und auch sogenannte Key Performance, also Schlüsselindikatoren, die über einen Zeitraum von 5 Jahren hinausgehen, eben dieses 10-Jahres-Projekt im Blick haben. Und da kann man natürlich dann auch von 50 Qubits hochgehen auf größere Zahlen. Also was uns vorschwebt, ist schon etwas in der Größenordnung 500 bis 1000 Qubits, was wir in Europa auch mit diesem enormen Mitteleinsatz, der sich da jetzt abzeichnet, denke ich, erreichen können. Aber der Fokus wird da ganz stark auf dem Gebiet eben Bauen, Engineering liegen. Die Technologien sind bekannt, jetzt geht es wirklich um die Umsetzung. Professor Schmidt, vielleicht abschließend als Sprecher der Initiative nochmal Ihre Vision über die 5 Jahre hinaus? Genau, was Herr Mlynik gesagt hat, kann ich bestätigen. Es geht wirklich ums Engineering und wir sind hier natürlich extrem gut aufgestellt im Quantum Valley Lower Saxony, weil wir hier die Quantenphysiker mit den Ingenieuren zusammenbringen und auch in der Theorie sehr stark sind, was Anwendungen angeht. Wir entwickeln jetzt in diesen ersten 5 Jahren die Skalierungstechnologien, die es uns dann erlauben sollten, auf 1000 Qubits weiter hoch zu skalieren, den Quantencomputer. Wir gehen davon aus, dass im Rahmen der Bundesinitiative, wenn die Hubs, die jetzt im Gespräch sind, etabliert wurden und dann auch tatsächlich erfolgreich sind, dass die dann in eine langfristige Förderung überführt werden. Und wir daher auch über die nächsten 5 Jahre hinaus die Möglichkeit haben, den Quantencomputer auch ingenieursmäßig und dann in zunehmendem Maße natürlich auch unter Industriebeteiligung weiterzuentwickeln, sodass wir ultimativ in Deutschland einen Systemanbieter dann haben werden, der die gesamte Maschine bauen kann und auch betreiben kann. Das ist das ultimative Ziel. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Also das heißt für mich, der Quantencomputer made in Niedersachsen, diese Realisierung dieses Traums sozusagen beginnt genau jetzt. Sagen Sie das weiter, seien Sie dabei, melden Sie sich gerne auch bei Herrn Dr. Jungbauer. Ich glaube, Sie sind die Anlaufstelle, wann auch immer noch weitere Fragen auftauchen oder sich Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft noch beteiligen möchte, gerne immer an Herrn Dr. Jungbauer melden. Ja, und damit darf ich mich bei Ihnen allen verabschieden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, können wir heute nicht sagen, aber wir können sagen, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. 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 Wiedersehen.